Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 7, Folge 15. Wieder nach ein paar Tagen Pause. Ist leider gerade zeitlich wieder extrem eng, deswegen ein bisschen Unterbrechung, tut mir leid. Doof, dass es jetzt kurz vor Ende nochmal ist, weil wir arg weit können wir es nicht mehr haben. So, wir sind immer noch in diesem Schiffswrack und werden jetzt mal hier hochklettern und suchen, soweit ich es im Kopf habe, Ethan, den wir irgendwo schon entdeckt haben, wie er dingst war. So. Zack. Genau, jetzt fahren wir nach oben ins dritte Stockwerk. Und da ist... Ne, jetzt sind wir im zweiten Stockwerk, okay. Müssen wir ganz nach unten? Scheiße. Tschüss. Ah, zur untersten Ebene gehen. Gut, dass das hier steht. Ich habe extra das Video von letzter Folge nochmal angeguckt, aber habe schon wieder vergessen. Genau, unterstes Stockwerk, weil da Ethan in der Wand drin eingeschleimt ist. Alle. Er wartet. Oh Gott. Evie habe ich ganz vergessen. Oh Gott, ey, sorry, das. Der Sound ist ein bisschen zu laut. Das überlebe ich nicht. Ja, da läuft sie so arg langsam, sonst würde ich... Aha. Ist die Frage, kommt der hier irgendwie runter? Wahrscheinlich schon. Wo ist der Kopf? Mistvieh. Gut, dass ich den Schatten gesehen habe. Das wäre nicht ziemlich gemein, wenn der plötzlich hinter uns gewesen wäre. Zweiter Versuch. Starke flüssige Chemikalie. Was haben wir denn gerade so an? Wir haben Schießpulver. Wir können also ein bisschen Munition herstellen. Das ist gar nicht schlecht. Wir haben nämlich starke Munition sogar. So. Ich nehme trotzdem mal das Gewehr zur Hand. Alter! Bisschen bin ich erschrocken. Mistfähig. So. Ich höre schon wieder das nächste. Sehr schön, normale Pistolenmunition. Okay, der Gang ist ein bisschen arg breit und groß. Ah ja. Zwei Bomben. Das schreit so ein bisschen nach nochmal Bosskampf. Das heißt, dieses fette Viech in der letzten Folge war jetzt nicht wirklich ein Boss, aber... Oh, wir kriegen so viel Munition. Ja, da kommt was Großes auf uns zu. Vielleicht schon Evelyn, wer weiß es nicht. Wobei, gegen wie sie allein werden wir wahrscheinlich nie kämpfen, sondern gegen irgendeins von ihren Monstern. Hier waren wir, glaube ich, auch schon als in dem Videotape, als wir Mia gespielt haben. Wir spielen jetzt gerade auch Mia, aber sozusagen in der Erinnerung. Was ich immer noch ein bisschen irritiert, warum wir jetzt hier Mia spielen und nicht Zoe. Das würde ja so ein bisschen mehr Sinn machen, weil Zoe haben wir ja zurückgelassen. Thank you.
Aua. Nein, falsche Taste. Scheiße, es hat beide erwischt, ne? Ist er tot? Ah! Okay. Damit ich hier gleich die Bomben nehmen sollen. Haben wir... Sie haben zwei Tränke. Ah, will ich jetzt eigentlich gerade keinen verwenden. Noch mehr Maschinengewehrmunition, yuppie. Das macht einen in solchen Spielen echt immer mehr Angst, als dass es einen freut, wenn man Munition kriegt. Noch mehr Munition. Was war das? Oh Mann. Was ist denn los? Sehe ich zu schwer verletzt? Na, dann hau ich mir halt einen Tank rein, mein Gott. Wenn du dann aufhörst zu stöhnen. Das nervt nämlich. So, mal sehen, was wir hier noch rauskriegen. Wahrscheinlich Bomben. Nee, eine antike Münze. Tja, die müssen wir irgendwann ja eigentlich mal alle verwenden können. So, ich glaube, da war sie doch in unserer Erinnerung, oder? Oder hier? Nee. Das hier scheint mir mehr so ein Zusatzraum zu sein. Und da kriegen wir nochmal was. Sehr schön. Nochmal zwei Bomben. Okay, also ausgerüstet sind wir jetzt prinzipiell nicht schlecht, ne? Ja. Ah, ich hätte gerne nochmal einen Trank. Ja, ein Trank könnte ein bisschen wenig sein für den Bosskampf. Aber ob wir mit einem Trank reingehen und fit oder halb angeschlagen und mit zwei Tränken. Hi, Evelyn. Jetzt wird's witzig. Ich will, dass du etwas für mich machst. Okay. Ethan? Ethan! Ethan! Ethan? Hey, shh, ich weiß. Ich werde dir nichts tun. Ich hätte es nie getan, wenn ich die Kontrolle gehabt hätte. Was meinst du damit? Ich bin kein Killer, Junge. Auch nicht Margaret. Oder mein Sohn Lucas. Oder unsere Zoe hier. Das Mädchen Evelyn. Sie steckt dahinter. Was zur Hölle ist sie? Was hat sie euch angetan? Sie hat uns mit ihrer Gabe infiziert. So nennt sie es. Ich fand sie in einem gestrandeten Tanker im Bayou. Danach hat sich alles verändert. Sie hat euch infiziert und die Kontrolle übernommen? Nein. So einfach ist das nicht. Sie macht nur... Sie dringt in deinen Geist ein und deine Seele. Du kannst dich nicht wehren. Du bist mit ihr verbunden und hast einfach diesen Drang zu... Du bist danach ein anderer Mensch. Genau wie Mia. Also hat mir Mia die Nachricht wegen Evelyn geschickt. Ach, hör zu. Das Mädchen will nur eine eigene Familie haben. Sie ist der Schlüssel. Okay? Du musst sie finden und aufhalten. Ethan. Befreie meine Familie. Bitte. Evelyn, lass die Finger von ihm. Warum? Er liebt dich nicht. Ich kann ihn dazu bringen. Du! Tu ihm nicht weh. Dummchen, ich hab doch gesagt, ich werde ihm nicht wehtun. Wag es ja nicht. Oder was?
du bist nicht meine Mami. Weißt du noch? Mia wird böse. Töte ihn. Ich kann nicht glauben, dass du ihn und nicht mich ausgewählt hast. Ah. Aua. Wo soll ich denn hin? Die haben keine Waffen. Nein. Ah. Brechstange. Kannst mich mal. Wie oft der seine eigene Freundin verprügelt. Ja. Zum Teufel bist du. Warum soll er das jetzt, er das schaffen, was alle anderen nicht geschafft haben? Blicke ich nicht so ganz. Das ist alles deine Schuld. Ich frage mich gerade, für was wir diese Millionen Munition eingesammelt haben als Mia, wenn wir die jetzt eh nicht haben. Wir haben jetzt nur hier diese Probe, ne? Ja, Gewehrprobe von Evelyn. Ah. Wir verlassen das Schiff. Okay, aber also Jack hat die Evelyn in diesem versunkenen Boot hier gefunden. Und dann mitgenommen. Und Evelyn war auf dem Boot, weil sie mit Mia und ihrem Kollegen da irgendwie durchgehen gefahren ist. Warum auch immer. Okay. Dann hat sie die alle infiziert. Dadurch sind die Bakers wahnsinnig geworden, haben Mia eingesperrt und uns so übel mitgespielt. Oh, das hört sich gut an. Tote Fische. Hier lebt irgendwas Großes, Böses drin, ich weiß es genau. Eine Hütte. Wird gerade ein bisschen aktiv. Da drüben ist eine Leiter. Hätte sie auch einfach da hochziehen können. Wenn wir jetzt gleich gepackt werden, hätten wir uns das erspart.
Abercrombie Salzbergwerk South Dakota, South Dolby. Huch. Munition. 18. Februar 1892. Es gab einen Einsturz in der Patterson-Mine. Chuan und Beckford sind tot und Huxley wird nie mehr eigenständig laufen können. Der alte Stan hatte recht, der Boden hier ist zu instabil. 19. Februar 1892. Die Firma wird uns keinen Ersatz schicken. Die wollen, dass wir stattdessen Zusatzschichten schieben. Ich kann es gar nicht abwarten, wieder nach Hause zu gehen. Okay. Interessant. Was haben wir jetzt bekommen? Verbesserte Munition, gell? Ja. Das ist gut, bringt uns ohne Knarre allerdings recht wenig. Psychotonikum. Bild von einem Helikopter. Beobachten die uns von diesem Hubschrauber aus. Funkgerät. Ich gucke mich zuerst noch ein bisschen. Ah, hier können wir die Antiken. Ah, okay. Sie haben Mia als Objekt erhalten. Ach cool, das ist praktisch. So, was wir jetzt als allererstes machen, ist mal hier so antike Münze. 6 Stück. Die nehmen wir alle. Die dürfen ja alle gestackt sein, oder? Ja. Gut, dann machen wir es als allererstes und jetzt muss ich kurz gucken. Dauer der Nachladegeschwindigkeit, ich glaube, das war's, oder? Dann seht ihr 3, 3, 0, genau. Ich glaube, die Nachladegeschwindigkeit wollte ich. 2, 1. Wir können, glaube ich, eh beides kaufen. Stabilisator. Zack. Schnellere Nachladegeschwindigkeit, sehr schön. Und wir können uns beide leisten. Das finde ich cool. Hätten wir uns gar nicht groß entscheiden müssen, ging bloß darauf an, welches wir als erstes bekommen. Okay, ich hätte gedacht, muss ich entscheiden. Aber naja. Was bekommen wir da eigentlich? Dauer auf die maximale Gesundheit. Auch das ist nicht schlecht. So. Zack. So. Der geht schon raus, oder? Das wollte ich noch gar nicht. So, jetzt rüsten wir uns nämlich erstmal aus. Alright. E-Mail, Führerschein, Versorgungskiste, Mia, Skorpionische, Schatzfoto, Spaltmittel. Das haben wir nicht einmal gebraucht, Spaltmittel, aber ich glaube, das brauchen wir auch nicht mehr, weil... Warum? Festmannsche, Schatzfoto, Schlangenschüsse, Pillen, Spitzergast, Lindenattrappe, Schatzfoto, Ballon, Fernrohr, M90-Pistole. Hier ist die falsche. Psychotonikum. Nehmen wir mal mit, das stackt sich ja, oder? Ja, dann können wir es mitnehmen. Nochmal Spaltmittel. Flinte nehmen wir mit. Den Brenner nehmen wir mit. Munition. Munition. Brennerkraftstoff. 2 Pistolen brauchen wir nicht. Die Medizin nehmen wir mit. Noch mehr Medizin. Pistolenmunition. Maschinengewehrmunition, Maschinengewehr, verbesserte Pistolenmunition, Pistolenmunition, die Bomben. Muss ich mal kurz was checken und zwar. So, also legen wir mal die Maschinengewehr auf die 1, Schrotze auf die 2, Flammenwerfer auf die 3 und Bombe auf 4 passt eigentlich. So, ich habe eine Pistole mitgenommen, gell? Mhm. Eine sollten wir mitnehmen. Die Magnum braucht der eh spezielle. Ich glaube, wir nehmen die hier. So. Ne, das ist ja dämlich. So. Zuerst mal zum eine Runde nachladen. Okay, wir haben 318 Schuss. Da haben wir 21. Okay, hier haben wir auch einiges. Okay. Sortieren wir das mal geschwind. Das ist auch noch Munition. Das sind Verbrauchsgegenstände hier unten. Psychotonikum, okay. So, was haben wir jetzt hier noch alles, was wir eventuell noch mitnehmen könnten? Ein Messer. Ja. Die Verteidigungsmünze. Wir haben gerade nichts, was wir mit den Chemikalien bauen können, ne? Außer Brennerkraftstoff und das haben wir genug. Ich nehme trotzdem mal die mit. Das machen wir geschwind. Jetzt werfen wir hier mal schnell ein Psychotonikum ein.
Ah, super. Okay, kann ich beides nicht mitnehmen. Super. Gut. Dann gehen wir jetzt erstmal hier hin. Ne, warte mal, bevor wir jetzt irgendwas machen, speichern wir jetzt einfach mal. So. Das ist primär mal das Wichtigste. So. Dann gehen wir ins Funkgerät. Alpha 1, hier ist Bravo 1, bitte kommen. Hier ist Alpha 1, Bericht, habt ihr was? Eine Durchsuchung des Baker-Anwesens hat keine Überlebenden ergeben. Ich wiederhole, keine Überlebenden. Wir fanden aber Hinweise auf einen Kampf. Evelyn? Negativ. Doch wir haben verschlüsselte Nachrichten vom Sohn der Bakers, Lucas, an einen unbekannten Dritten gefunden. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wer das war. Das ist großartig. Er soll im verlassenen Bergwerk südlich des Anwesens sein. Ich werde nachsehen. Roger, wir werden dich an den Koordinaten treffen. Wenn ihr Evelyn begegnet, lautet euer Befehl, sie zu eliminieren. Ich wiederhole, eliminiert sie. Okay, das scheint mir jetzt nicht die Polizei, sondern diese Spezialeinheit zu sein, mit der auch, für die auch Mia gearbeitet hat. Weil ergibt ja Sinn, wenn die wissen, wer Evelyn ist und alles. Ich speichere nochmal, damit wir uns das nicht nochmal anhören müssen. Okay. Im Bergwerk, da gehen wir jetzt wahrscheinlich auch hin, nehme ich einfach mal an. So, ich nehme mal die normale Munition. Können wir nicht mitnehmen. Super, können wir alles nicht mitnehmen. Aua, verdammt. Oh oh. Noch mehr? Gerade scheinbar nicht. Könnt ihr mal die Lampe anmachen? Ich sehe null. Kommt der nächste? Super, super. Noch einer. Da hinten ist noch mal. Wow. Alter, was ist denn hier los? Lass das jetzt mal. Wir können nämlich gleich nochmal zurückgehen und Munition einsammeln. Wir haben genug. Sehr schön. Flintenmunition haben wir nämlich nicht so viel. Die Frage, ob wir das stacken können. Ich glaube nämlich schon, weil dann können wir die anderen Flüssigkeiten da auch einsammeln und sie zumindest mal ins Dings legen, in unsere Truhe. Ich weiß ja nicht, ob wir nochmal zu der Truhe kommen, aber... Nee, geht nicht, kann man nicht stacken. Ah, das ist Magnum-Munition. Ja gut, das können eh nicht alles einsammeln, von daher. Das war der Brennerkraftstoff. Maschinengewehrmunition. Warte mal. Okay.
Okay, also alles Munition, die wir benutzen können. Das Psychotonikum brauchen wir eigentlich auch nicht unbedingt. Wir haben eh schon zu viel Zeug. Das müssen wir mitnehmen hier. So. Jetzt nehme ich mal. Nee, das ist eigentlich dämlich. Jetzt nehmen wir die andere starke, flüssige Chemikalie mit. Ja. So. Weil dann können wir uns noch was Starkes bauen im Notfall. Beziehungsweise wenn wir was finden. Kraut wäre halt cool zu finden. Können wir jetzt hier auch mitnehmen. Ah, notfalls kommen, notfalls schmeißen wir es weg. Was soll's. Und dann mal ab ins Bergwerk. Bestimmt schön da. Wird überhaupt nichts Böses lauern, ich bin mir sicher. Eieiei. Der Typ könnte mal seine Taschenlampe anmachen. Klingt alles sehr schön und vertrauenserweckend. Ach, guck mal! Haha! Ja, hier wollte ich schon mal hin. Ach, guck mal, wie schön das hier ist. Erinnert mich gerade extrem an Penumbra. In den ersten Teil. War auch ein interessantes, aber meiner Meinung nach wie vor kein besonders gutes Horrorspiel, Penumbra. Der zweite war besser als der erste, aber auch, wow, Glück gehabt. War auch meiner Meinung nach lang nicht so gut wie andere Horrorspiele. Ich muss wieder da drauf aufpassen, das ist super. Wenn hier so viele Kisten stehen. Wir haben kein Messer mitgenommen, scheiße, jetzt zumindest mitnehmen können. Okay, super, jetzt haben wir hier Kraut. Was schmeißen wir jetzt weg? Ja, die geht nicht anders. Nein, was mache ich denn? Bisschen bescheuert, dass das nicht einfach auf den Boden schmeißt, ne? Ja, jetzt können wir es irgendwie wieder mitnehmen, was? Hoppala. Sieht man echt verdammt schlecht, die Dinger. Gut, ist wahrscheinlich auch der Sinn. Oh oh. Mein Gott, ey. Haben wir jetzt für die schon keine Munition mehr, keine normale. Das ist aber auch bitter. Kriegen wir es damit auch kaputt? Okay, zurückkommen wir garantiert eh nicht mehr. Dann müssen wir jetzt mit dem vor weitergehen, was wir haben. Mein Gott. Ach, ist das schön hier. Die Granaten habe ich jetzt auch nicht mitgenommen und den Granatwerfer. Weil die nehmen so viel Platz weg für zwei Schüsse, die wir dann gehabt hätten. Lohnt sich nicht, tatsächlich. Oh Gott, bitte nichts so Verzweigtes. Wes Bomben kann er stapeln bis zum geht nicht mehr, aber keine Munition mehr mitnehmen. Magnum-Munition. Ja, die können wir gleich wegschmeißen. Nein. Weil wir haben die Magnum nicht dabei. Übrigens ist es nicht, zumal es ein Schuss ist, also. Damit kommen wir jetzt auch nicht sonderlich weit.
hinter uns auch einer. Ja, genau. Kommt halt aus allen Richtungen, logisch. Die zwei Kollegen da drüben. Will ich mal, ob wir die mit der Bombe ausgeschalten kriegen. Er kommt. Hat halt nicht mehr für eingereicht, das ist auch bitter. Das so einsammeln können, oder? Ja, naja. Ach, das war ja das. Jetzt geht's. So. Okay, da drüben kommen gleich zwei so Säcke. Dann nehmen wir mal die starke Munition zur Hand. Und einer kommt von rechts und einer von da drüben. Das war die Magnum-Munition, die können wir gleich weglassen. Unten, deswegen habe ich den vorher nicht gesehen. So ein Drecksack, ey. Habe ich mich vorher gewundert, ich habe mich doch umgedreht. Jetzt können wir mal einen kleinen Trank nehmen. Ich spare mir mal die Schrotflintenmunition ein bisschen auf. Die können wir, glaube ich, gut brauchen. Fixer. Notfalls nehme ich sie aber auch. So, und der Garantie rollt gleich dieses Ding auf uns zu. Oder auch nicht? Ah, wir müssen es selbst zum Rollen bringen. Ja. Alright. Schön. Okay, hier geht's nicht mehr weiter. Nein. Dann in die andere Richtung.
checken wir uns erst hier unten, bevor wir nach oben gehen, weil oben geht so eine Garantie weiter. Oder nicht? Ne, halt, ist ja so abgeschlossen halt, dann gehen wir zuerst zurück. Krass, also wie gesagt, ich hatte schon in der letzten Folge erwähnt, dass ich dachte, dass das Spiel eigentlich sich sozusagen nur... Ach fuck, das war so eine Explosion. Alter, bin ich gerade erschrocken. Fuck, jetzt kommen hier diese explosiven Kisten. Jetzt doch hier weiter. Ah ne, hier ist Pause, oder? Ja. Ne, wegen. Ah, warte mal, vielleicht finden wir noch Schießpulver. Cool, Steroide. So, okay. Gesendet, Freitag, 16. Januar, 0.42 Uhr. Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Da müsst ihr echt mal dran arbeiten. Sie sieht nicht nur aus wie ein kleines Kind, sie ist doch genauso blöd wie eins. Mom und Dad sind aber immer noch voll drauf. Ich habe mir Gedanken gemacht, ist diese Fixierung auf Familie etwas, das ihr einprogrammiert habt? Ist ein bisschen krank. Gesendet. Also Mia, das Miststück, ist immer noch irgendwo zwischen Evie, Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden, also habe ich sie in eine Zelle gesperrt. Dachte, vielleicht macht das Evelyn ärgerlich, immerhin ist Mia ihr Liebling und so, aber es scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht sogar manchmal besuchen. Sie denkt, Mia ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Biowaffe ist nicht ganz dicht. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam Überhand. Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen und fügt sie ihrer Freakshow von einer Familie zu. Vielleicht ist es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet, aber es ist eine scheiß Arbeit für mich, weil ich den ganzen Schweinekram aufräumen muss, wenn jemand Neues kommt. Übrigens sieht Evie krank oder so aus. Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. Okay. Von wem auch immer diese Mails sind. Jetzt geht's hier doch ein bisschen arg viel weiter, als ich dachte. Gehen wir nochmal kurz zurück. Okay, also Evie oder Evelyn wurde als Biowaffe gezüchtet, das haben wir uns ja schon halb gedacht. Fragt sich nur, von wem die E-Mails sind, wer das genau wusste. Andererseits stand da ja gerade so, dass mit irgendwas mit Mom und Dad, von daher könnte es sein, dass es sich um Zoe handelt. Dass Zoe eigentlich die Böse ist, die Evelyn so ein bisschen kontrolliert, möchte ich sagen. Wer weiß. Spannend, spannend. Huch. Speicherpunkt wäre mal wieder ganz nett. Infection Report. Dieser Bericht beschreibt im Detail die auftretenden Symptome, wenn das im Innern der E-Serie gezüchtete Bakterium einen Menschen infiziert. Bitte lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch, bevor Sie mit einem Individuum in Kontakt treten, das durch die E-Serie zur Waffe gemacht wurde. Wird im Nachfolgenden als Schimmelpilz bezeichnet. Okay. Primärinfektion. Der Schimmelpilz nimmt Nährstoffe vom Körper des Wirts auf, um sich auszubreiten und übernimmt langsam die Zellen im Körper. Als ein Nebeneffekt davon gewinnt das infizierte Individuum erstaunlich regenerative Fähigkeiten. In Experimenten entfernten wir Arme und Beine von Testpersonen und fanden heraus, dass sie imstande waren, die amputierten Gliedmaßen in wenigen Minuten wieder anwachsen zu lassen. Mittleres Stadium der Infektion. Sobald der Schimmelpilz das Gehirn erreicht, werden die Gedanken des Infizierten Wirtes mit denen des E-Serie-Vermittlers in Einklang gebracht. Der Wirt beginnt, Dinge zu hören und Halluzinationen zu erleben. Bald darauf gerät er vollständig unter die Kontrolle des E-Serie-Vermittlers. Wenn dieser Zustand anhält, verliert der Wirt jeglichen Sinn seiner selbst. Endstadium der Infektion. Nachdem jede Zelle im Körper vom Schimmelpilz eingenommen wurde, verliert der Wirt langsam seine menschliche Gestalt. Die Form der Mutation unterscheidet sich je nach Fall, aber geht stets mit einer enormen Steigerung der körperlichen Stärke einher. Ein Individuum in diesem Stadium einzudämmen ist extrem schwierig. Okay, also das ist genau der Pilz, der die ganzen Bakers befallen hat, bloß scheinen die noch nicht so ganz weit fortgeschritten. Am weitesten fortgeschritten sind wahrscheinlich diese schwarzen Viecher, die hier immer rumlaufen. Und das E-Serie-Individuum wird, ist wohl Evie, oder? E-Nekrozotin, E-Serie-Dosierungstest. 10 Minuten nach Dosis tot. 5 Minuten nach Dosis erbrechen. 12 Minuten nach Dosis Kaltizifikation der Zellen. Alright. Das sieht wichtig aus. Ich gucke mich zuerst mal weiter um. Oh, wow.
Dieses Projekt wurde 2000 als eines von mehreren Konzepten im Rahmen der NextBus-Initiative Next Generation Experimental Battlefield Security der Firma initiiert, um unterstützt durch technische Hilfe des HCF eine Biowaffe zu entwickeln, die feindliche Kämpfer mit minimalem Direktkontakt im großen Stil neutralisiert. Die NextBex-Initiative wurde später abgewickelt und alle Ressourcen wurden zu diesem Projekt umgeleitet. Was dieses Projekt stark von konventionellen Waffen unterscheidet, ist die Fähigkeit, feindliche Kämpfer zu Mitstreiter zu machen, gegnerische Elemente zu willigen Dienern. Da dies die Kosten nicht für den Umgang mit Kriegsgefangenen, sondern auch für die den eigentlichen Kampf praktisch auf null reduziert, ist es kein Wunder, dass DUD und selbst die DUD-Organisation von DUD sich darauf stürzen. Ah ja. Das Projekt würde gar nicht existieren, wäre dort nicht die Entdeckung von DUD in DUD gewesen, dem erstaunlich fortgeschrittenen Vicarians Evolution Fungus, den wir gewöhnlich als Mutam YZ bezeichnen. Die Herstellungsmethode jeder Biowaffe sah vor, das Mutam YZ Genom einem menschlichen Embryo vor dem vierzelligen Stadium zuzuführen und diesen dann über einen Zeitraum von 38 bis 40 Wochen in einer kontrollierten Umgebung zu kultivieren. Die daraus resultierenden Organismen wurden als Kandidaten bezeichnet und nach ihrer Nutzbarkeit kategorisiert. Von der impraktikablen und fehlerbehafteten A- bis D-Serie bis zur perfektionierten E-Serie. Als äußere Erscheinung wurde einheitlich die eines etwa 10-jährigen Mädchens ausgewählt, um die einfache Integration in Stadt- und Flüchtlingspopulationen zu gewährleisten. Das erste Exemplar der E-Serie, genannt Evelyn, erwies sich als fähige Mutam-Yuzet-Bieb nach Belieben aus ihrem Gewebe auszuscheiden. Es muss auch angemerkt werden, dass Evelyns Mutam-Yuzet, wenn es um einen Wirt-Organismus zugeführt wird, in diesem eine tiefgreifende Kontrolle über Körper und Geist aufzwingt. Wir müssen noch viel über die Mechanismen lernen, mit dem Evelyn diese Kontrolle erreicht und aufrechterhält, aber die gängige Theorie ist, dass der Überträger den Autoinduktor-Pheromonen ähnelt, die Bakterien der Art Pseudomonas für Quarum-Sensing benutzen. Ah ja. Evelyns Kontrolle manifestiert sich in einer Art individueller Stadien, von denen das erste Halluzination ist. Fast sofort nach der Injektion sieht der Wirt Erscheinungen von Evelyn, obwohl sie nicht tatsächlich anwesend ist, und hört sogar ihre Stimme, die von niemandem sonst wahrgenommen wird. Interviews mit infizierten Testpersonen über alle Stadien der Infektion zeigen, dass Evelyn zunächst wie ein normales junges Mädchen auftritt, das manchmal Gesellschaft oder Hilfe anfragt. Mit der Zeit fängt sie aber an, immer extremere Forderungen zu stellen, unter anderem Selbstverstümmelung und Angriffe auf andere Menschen. Der dadurch ausgelöste psychologische Schock hilft, die natürlichen Barrieren des Geistes gegen Evelyns Gehirnwäsche auszulösen und wenn die mentale Kontrolle einmal erreicht ist, hat sich die Mutam-Zyten-Infektion durch die Zellen des Körpers ausgebreitet, sodass der Körper piep. Okay, da haben wir jetzt einiges gelernt. Sollte also eine Waffe werden, im Großen und Ganzen. Das haben wir schon gewusst. Ah, hier geht's noch weiter. Evelyn ist außerdem in der Lage, Organismen aus Myzelin, den fadenförmigen Zellen eines Pilzes, zu erschaffen. Der Begriff Organismus wird hier weit gefasst. Streng genommen handelt es sich dabei um Superorganismen, die aus zahllosen Myzelien bestehen. Wichtig ist jedoch, dass diese einen starken Überlebenstrieb aufweisen und sich schon bei der leichtesten Provokation wild verteidigen. Ihre pilzartige Widerstandskraft und beeindruckte Stärke verleihen ihnen ein signifikantes Potenzial für den Kampfeinsatz. Die Forscher haben diese Superorganismen die Molded getauft, angelehnt an die Wörter Mold, Schimmelpilz und Molded geformt. Eine mehrdeutige Bezeichnung, der eine gewisse Eleganz nicht abgesprochen werden kann. Für die Behandlung von unbeabsichtigten Infektionen kann ein spezielles fungides Serum gewonnen werden, in dem Gewebeproben von Evelyn einer Beep unterzogen werden. Das Serum einer infizierten Person zu injizieren sorgt für eine Kalzizifikation der Myzellen, aber wenn die Zellen der Person schon weitestgehend befallen sind, ist das Serum tödlich. Da das Behandlungsfenster so klein ist, ist die Hauptfunktion des Serums die Eliminierung von infizierten Individuen und nicht deren Heilung. Während wir das Potenzial des Serums untersuchten, fanden wir heraus, dass wir dessen Effekte aufs Äußerste steigern konnten, wenn wir es DEED aussetzten. Durch ein Präparat entstand, das wir jetzt Necrotoxin nennen und es selbst in kleinsten Dosen. Besonders interessant an Evelyns Verhalten ist ihre Fixierung auf das Konzept der Familie. In Experimenten wurden infizierte Personen bei verschiedenen Gelegenheiten dazu gebracht, als ihre Mutter und Vater aufzutreten und Evelyn wie ihre eigene Tochter zu behandeln. Warum hat sie sich auf Familie als Thema ihrer geistigen Kontrolle festgelegt? Es ist reine Spekulation, aber es könnte sein, dass sie instinktiv versteht, dass eine Familieneinheit sich besser dazu eignet, sich in soziale Gruppen einzufügen als ein einsames Mädchen. Andererseits, nur ein sentimentaler Mensch könnte sagen, dass sie ein von ihr wahrgenommenes Fehlen von Liebe in ihrer abgeschirmten Aufsicht kompensieren möchte, die Liebe der Eltern. Noch mehr Infos? Knapp zusammengefasst. Moment kurz. Ah. E-Nekrotoxin zerstört das Zellmaterial aller Individuen, die auf der E-Serie-Biowaffe basieren, nur für die Beseitigung von E-Serie-Objekten zu verwenden. Das Toxin muss vor der Verwendung stimuliert werden, geben Sie dazu eine Probe von E-Serie-Zellen in Nekrotoxin-Behälter. So, da tun wir dann das von Evelyn rein.
Genau, also Evelyn wurde als, oder nicht nur Evelyn, sondern mehrere wurden als Waffen gezüchtet, die eben andere über diesen schwarzen Pilz hier oder diese ganzen Ranken und die man überall sieht, kontrollieren. Und Evelyn kann eben auch diese Gestalten da, diese Molded, erzeugen. Nekrotoxin, das ist die Waffe, die wir gegen Evelyn verwenden können. Ich würde jetzt wirklich gern speichern. Ah, guck, man muss nur was sagen. Zweimal Flammengranaten, warum kriegen wir die? Soll das ein Zeichen sein, dass wir die mitnehmen sollen? So. Guck an, hat sich doch gelohnt, dass wir das Zeug vorher da reingelegt haben. Jetzt haben wir es nämlich noch. Alrighty. Ich schmeiß die trotzdem weg. Also ich schmeiß sie nicht weg, aber ich nehme sie nicht mit. Ich glaube, dass wir die nicht brauchen, ganz ehrlich. Schießpulver haben wir ganz mega. Ich mach das noch mit. Das. Dass man die nicht stacken kann, ist auch ein bisschen dämlich. So. Ich würde sagen, so sind wir einigermaßen gut gerüstet, um in der nächsten Folge vielleicht schon Evelyn entgegentreten zu können im finalen Kampf von Resident Evil 7. Finde ich jetzt cool, dass wir so viel erfahren haben. Das hätten wir vielleicht auch ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht hätten wir noch eine Videokassette finden können und das in einem Video machen. Das wäre nicht ganz so viel Gelese gewesen und nicht ganz so viel Fremdwörter, aber ja, fand ich jetzt interessant. Wissen wir einiges mehr. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bye, bye.